Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Rikachu. Schon lange ist es her, als der letzte Wochenrückblick gefilmt wurde und veröffentlicht wurde. Ich dachte mal, ich heb mir ein paar Themen auf, dass ich auch mehr zu berichten habe und mache das jetzt immer zwischendurch. Jede Woche, wenn was anliegt, dann ja. Ansonsten, ja, gucken wir mal. Jetzt ist es jedenfalls wieder soweit und ich habe ein paar coole Sachen zu berichten. Ich habe ein Gewinnspiel auf Instagram gestartet und auch auf YouTube. Ihr könnt das hier auf meinem Kanal-Trailer sehen. Da stelle ich diese Tastatur-Maus-Kombination vor. Auf Instagram habe ich auch einen Aufruf gestartet, ein Gewinnspiel sozusagen. Nicht nur sozusagen, es ist ein Gewinnspiel. Am Samstag, diesen Samstag, ein Samstag vor Ostersonntag, endet das Gewinnspiel. Teilnahmebedingungen, die stehen unter diesem Video und im Instagram. Unter diesem Bild. Ich werde euch den Link dazu in die Kommentare packen. Nicht in die Kommentare. Ich werde euch den Link dazu in die Beschreibung packen. Da findet ihr das Bild und das Video und was ihr machen müsst, um das gewinnen zu können. Am Sonntag um 20 Uhr auf meinem YouTube-Kanal wird dann das Video zu sehen sein, wie ich eine zufällige Person rausfiltern werde. Und zwar werde ich das alles mitfilmen. Und ja, bei dieser Person werde ich mich dann melden und die kriegt das dann zugeschickt, geschenkt. Man muss nichts weiter dafür tun, außer mir dann sagen, wohin ich das senden soll und dann gehört's dir. Das finde ich ganz cool. Ich habe das im Übrigen von Hightech Gamer zugestellt bekommen und die haben gesagt, so nach dem Motto, mach was Cooles draus. Ja, ich habe das Video veröffentlicht, um die Tastatur und Maus vorzustellen und dann dachte ich mir mal, gebe ich euch mal was zurück, verschenke ich die. Viel Spaß damit. Ich bin schon echt gespannt, wer das gewinnen könnte. So, zweite Sache, wo wir von Verschenken sprechen oder beziehungsweise von Bereitstellen, habe ich gerade den Kontakt mit Remakes. Die stellen Stühle her, Gaming-Stühle, bin ich gerade in Kontakt mit. Da werde ich einen Gaming-Stuhl vorstellen dürfen. Und da bin ich schon mal sehr gespannt drauf, wie das so werden wird. Ich werde da auch ein Unboxing-Video draus machen und die Funktionen erklären. Jetzt denkt ihr, ja, was will er denn an den Stuhl für eine Funktion erklären? Aber der hat in der Tat ein paar coole Features. Zum Beispiel hat er hier auch hinten dieses Sitzkissen, aber diese Rückenlehne, die vibriert zum Beispiel. Und hat auch eine Beinlehne und den, das Rückending. Wer ist das noch? Rückenlehne. Die kann man auch ganz nach unten fahren. Also ich glaube, da wird es ein paar coole Fotos zu geben. Und auf YouTube, wie gesagt, werde ich das auch vorstellen. Das war auch nochmal das. Ich habe natürlich auch noch mal vor, jetzt wo das eine Giveaway so gut lief, ich bin echt froh darüber und finde es echt schön, wie es lief. Es haben sich viele für beworben, es hat Aufmerksamkeit erregt und das hat mir Spaß gemacht. Deshalb habe ich mir überlegt, demnächst noch mehrere Giveaways zu machen. Ich habe mir da schon ein paar coole Teile zurechtgelegt. Lassen wir erstmal das eine aber zu Ende sein. Und dann demnächst wird es das nächste geben. Also nicht enttäuscht sein, wenn du verlierst. Einfach dranbleiben, irgendwann kommt schon deine Chance. Unter anderem wird dann in meiner Geschenkbox sein, habe ich mir überlegt. Nicht sowas, sondern eher in T-Shirt-Form. Da das Wetter jetzt ein bisschen besser wird, ansonsten bald auch vielleicht in Pullover oder so. Habe ich hier für mich mal so ein Basketball-Shirt gemacht mit meinen Initialen sozusagen, mein Logo. Ich versuche mal das hier in die Kamera zu halten, dass man es sieht. Das ist ja mein YouTube-Logo. So. Und hier einmal die Rückseite, mein Banner und mein Name. Der Banner, falls euch... Hat man mich jetzt überhaupt gehört? Wegen dem T-Shirt? Falls ihr euch fragt, was dieser Banner hier auf sich hat, auch auf meinem Kanal, das ist im Übrigen hier, hierher. Das ist die Form und hier die Sonne sozusagen. Das sollte das darstellen. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich finde es eigentlich ganz cool geworden. Sowas wird es dann als T-Shirt geben.
in Zukunft. Beim nächsten Gewinnspiel sagt man ja dann die Person, die gewonnen hat, die Kleidergröße. Und dann werde ich das für die Gewinnerperson bereitlegen und erstellen. Dann dazu packen. Und das ist aber auch nur dann das kleine Extra sozusagen. Da kommen noch andere Sachen rein. Finde ich eigentlich ganz cool. Was sagt ihr dazu? Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren eure Meinung zu den Themen gibt. Ob das alles so eine gute Idee ist. Würdet ihr ein paar Sachen ändern? Ich gehe gerne auf eure Vorschläge ein. Ja, was soll ich sagen? Ich bin recht froh, wie es zurzeit läuft. Ich habe ja noch relativ einen kleinen Kanal. Es ist nicht relativ ein kleiner Kanal, es ist ein kleiner Kanal. Ich habe leider noch nicht die 200 Abonnenten erreicht. Aber dennoch habe ich schon viele Sachen vorstellen können, viele Sachen vorstellen dürfen von den Firmen aus. Damit will ich nur sagen, ich will jetzt nicht damit angeben oder so. Damit will ich nur sagen, Leute, die Lust auf YouTube haben und schon sich ein paar coole Ideen gemacht haben, aber sagen sich, der Markt ist schon groß, macht es einfach. Einfach machen. Auch die kleinen Leute werden gesehen und wenn ihr das alles richtig anstellt und ich vielleicht Tipps holt oder Inspiration kreiert, dann läuft das schon alles und auch als kleiner YouTuber oder als kleiner Social Media Mensch kann man was erreichen. Deshalb einfach immer dranbleiben und überzeugt einfach mit eurer Qualität. Das war's eigentlich, mehr wollte ich heute nicht gesagt haben. Am Sonntag sehen wir uns ja wieder in dem Video, da lose ich den Gewinner aus. Ich wünsche euch alle nochmal viel Glück, alle nochmal weiter mitmachen. Und bis zum nächsten Mal. Ach so. Natürlich würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Ciao.